Den guten Schreinermeister Eder hat's ein bisschen erwischt. Er liegt mit Kopfweh und Fieber im Bett. Es ist eine der Erkältungen, wie ihr sie sicher auch kennt. Man fühlt sich müde und abgeschlagen, hat keinen Appetit und möchte nichts als Ruhe haben. Aber gerade Ruhe ist das, was man nur schwer haben kann, wenn man mit einem Kobold zusammenwohnt. Auch wenn sich der die größte Mühe gibt. Munstere, Brusti, Valadu, ist Pirupunia, Pumuckl, tu mir doch den Gefallen und hupf nicht dauernd herum. Warum? Warum? Ja, das macht mich ganz verrückt. Oh, jetzt, Brusti, Kopf, ich hab das Gefühl, den zerreißt's. Deinen Kopf? Ui, soll ich dir eine Schnur bringen? Zu was denn eine Schnur? Ja, weißt du, wenn du den Kopf, also deinen Kopf, mit einer Schnur zusammenbindest, okay. Also da braucht man natürlich eine ganz, ganz lange Schnur, wenn du zusammenbindest, ja. Dann kann es den Kopf nicht so leicht zerreißen und dann geht auch vielleicht das dumme Gefühl weg. Nein, Pumuckl, das nützt gar nichts. Fieber habe ich bestimmt auch. Ach, ich glaube, ich bleib heute im Bett. Ja, das ist eine gute Idee. Du bleibst heute einmal im Bett und der Pumuckl unterhält dich. Nein. Dann wirst du schnell gesund. Ich singe dir ein Lied. Nein, ich brauche keine Unterhaltung. Doch, du brauchst Unterhaltung. Du schaust ja so traurig aus. Also, ich mag überhaupt nicht, wenn du so schaust. Lach doch mal. Du, mir ist es gar nicht zum Lachen. Nicht, auch nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt Gesichter schneide. Nein. Schau mal, so eins. Oder dieses. Oder so eins. Geh, komm, lass doch das. Ne? Oder bitte lach doch nur ein bisschen. Sonst bekommt der Pumuckl Angst, weil du so krank bist. Pumuckl, ganz schreckliche bitte, Angst. Plag mich doch nicht. So. Nein, ich will dich ja nicht plagen. Ja, bitte. Warte, ich plage jetzt mich, damit du ohne Plage lachen kannst. Also. Was willst du machen, wenn Enten lachen und sogar im Schlafe kichern dann die Schafe? Ja, selbst den Schweinen verbietet man's weinen. Sogar eine Kuh lacht lauter als du. Okay, Pumuckl. Schau, ich lache ja schon. Ja, das soll alles sein. Ich hab dich schon mal besser lachen gesehen. Ja. Aber naja, für den Anfang war es vielleicht ein sogar eine Kuh. Ja, pass auf, lach lauter als du. Pass auf, wenn du mich jetzt ein bisschen schlafen lässt, dann lache ich hinterher wieder besser, ja? Ja, über die Kuh, die so laut lacht. Kuh, ja, gut. Also pass auf, dann schlaf jetzt ganz schnell, ja? Mach die Augen zu wie eine Kuh. Moment mal, ich sing dir jetzt ein Schlaflied. Ja, da kann doch kein Mensch einschlafen, Pumuckl. Schlaf! Schlaf! Bitte, gib doch Ruhe. Der Meister Eder hütet die Schar. Ja. Ich hab's doch so gut gemeint. Ja, ich weiß schon, Pumuckl. Ich muss doch noch so Kopfweh und Grippetabletten haben. Ich hab zwar was gegen das Tablettenzeug, aber jetzt muss ich mir's doch ersuchen. Herrschaftszeiten, mir wird ganz schwindelig. Das ganze Zimmer dreht sich und die Knie zittern, man, sowas. Geh, Pumuckl, geh doch du einmal rüber ins Bad. Da muss im Apothekerschrankerl muss ein grünes Blechröhrl liegen. Und das bringst du mir, gell? Ein grünes Blechröhrl? Ja, grünes. Ein grünes. Ja, ich bin gleich wieder da. Eine grüne Blechröhre. Grün ist immer sehr gesund. Grün. Ja. Blech ist vielleicht auch gesund. Die. Hallo, ich hab's gefunden. Ja. Hier hast du eine schöne Blechröhre. Moment, war die schon leer oder hast du die Tabletten da raus? Nein, die war schon so schön leer. Herrschaft, so was Blödes. Ja, ist nicht grün genug. Na, gar nichts ist drin. Was mache ich denn jetzt? Mein Pumuckl, wenn ich dich in eine Apotheke schicken könnte. Ja, du kannst mich schon schicken in eine Apotheke. Ja. Aber wenn ich zu reden anfange, dann fallen ja die ganzen Leute um. Ja. Und wenn ich nicht rede, dann kriege ich nichts. Und wenn ich einfach eine... Ui, du! Wenn ich jetzt einfach eine grüne Röhre in der Apotheke wegnehme. Nein, da gibt's so viel grüne Röhrl und außerdem, die sind ja alle verpackt. Du, und,
Und wenn du mir auf einen Zettel schreibst, wie das alles heißt, und ich lege dann den Zettel einfach hin. Ja, das nützt gar nichts. Die glauben doch bloß, dass einer seinen Zettel vergessen hat und schmeißt dann weg. Und wenn ich... Das mit dem Zettel ist aber gar keine schlechte Idee. Ja. Du weißt doch, wo die Frau Eichinger wohnt. Die Frau Eichinger, Putzfrau, meinst du? Die wohnt im Vorderhaus, im zweiten Stock. Und zwar links. Der kannst einen Zettel reinwerfen, auf den ich schreibe, dass ich im Bett liege und dass sie so gut sein soll und mir aus der Apotheken Kopfetabletten holen. Ja, die wird zwar meinen, dass ich einen Kunden gebeten habe, den Zettel reinzuwerfen, aber das macht's für mich, gell, Pumuckl? Ich nehme ein Vorderhaus und lege es in das linke Stockwerk. Nein, du gehst ins Vorderhaus. Ich gehe ins zweiten Stock. Ja, das mache ich. Der Pumuckl macht alles für dich. Weißt du, ich bin ja ein Allesmacher-Kobold. Ja. Und wenn du krank bist, dann bin ich ja überhaupt der allesmacherischste Allesmacher-Kobold, den es gibt. Ja. Also komm, schreib jetzt den Zettel ganz schnell. Ja, ich schreib's. Der kleine Kobold war wirklich voll des guten Willens und rannte los. Er brachte den Zettel auch richtig ins Vorderhaus, warf ihn auch in einen Briefkasten im zweiten Stock, aber leider nicht in den der linken Wohnungstür, sondern in den der rechten. Links und rechts ist ja auch ein bisschen schwierig in einem Treppenhaus. Rechts aber wohnt die Familie Hartl. Das Töchterchen Caroline entdeckte den Zettel auf dem Gangboden. Ja, was ist denn, Caroline? Da ist ein Zettel reingeworfen worden. Ein Zettel? Ach, das wird eine Reklame sein. Nein, da steht was drauf. Mit der Hand geschrieben. Aber in so einer altmodischen Schrift, die ich nicht gescheit lesen kann. Gib mal her. Liebe Frau Eichinger, liege mit Kopfweh und Fieber im Bett. Können Sie mir bitte Kopfweh-Tabletten besorgen und rüberbringen? Vielen Dank und herzliche Grüße, Eda. Das ist falsch eingeworfen worden. Das hätte nebenan bei der Frau Eichinger reingeworfen gehört. Ich werf's der Frau Eichinger rein. Ja. Nein, wart, Caroline. Du, das nützt ja gar nichts. Warum nicht? Na, die ist gerade weggegangen. Wie ich vom Einkaufen heimgekommen bin, da bin ich ihr begegnet. Also die kommt bestimmt nicht vor 1 oder 2 Uhr heim. Soll ich nicht reinwerfen? Na, das hat ja gar keinen Sinn. Da muss ja der Herr Eder den ganzen Vormittag mit seinem Kopf auf die Tabletten warten. Na, die können wir ihm auch besorgen. Ja, ich kann hier schnell in die Apotheke laufen. Ja. Mein Gott, so ein Junggeselle. Der ist schon arm dran, wenn er krank ist. Kein Mensch kümmert sich da. Tja, jetzt hat er nur nicht draufgeschrieben, was für Kopfwehtabletten er haben möchte. Soll ich rüberlaufen und ihn fragen? Nein, lieber nicht. Sonst kriegst du womöglich auch noch die Grippe. Aber wir müssten doch eigentlich noch Grippetabletten in unserer Hausapotheke haben. Die sind dann auch gleichzeitig gut gegen Kopfweh. Ah, da sind bloß noch 2 Stück drin. Du, Caroline, jetzt nimm das da mit als Muster und lauf schnell in die Apotheke vor und besorg's. Ich bring's dann am Eder rüber. Ja, Mutti. Halt, du, Geld brauchst du auch. Du, und gib schön Acht über die Straße. Ja. Während die Caroline zur Apotheke gelaufen ist der Pumuckl, stolz, dass er den Zettel in den Briefschlitz gesteckt hatte, wieder beim Meister Eder angekommen. So, jetzt wirst du gleich deine Kopfwehtabletten bekommen. Ja, danke schön, Pumuckl. Hoffentlich hast du es auch richtig reingeworfen. Ja, ganz genau. Im zweiten Stock, ich habe hier die Treppen nachgezählt. Ja, du bist ja tüchtig, Pumuckl. Danke schön. Und wo links und rechts ist, das weißt du auch. Und ob ein Kobold das weiß, alle Kobolde picken und zwicken, stecken und necken mit der linken Hand. So. Mit der linken Hand. Mhm, ja. Mit der linken, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Essen tust du auf jeden Fall mit der rechten. Ja, aber zwicken. Aber weil du gerade vom Stecken redst, da habe ich in der Zwischenzeit noch einen Zettel geschrieben. Und den steckst bitteschön an die Werkstatttür außen. Und was steckt da drauf? Da steht drauf, wegen Krankheit geschlossen. Für dringende Fälle an der Wohnungstür 1 Stockwerk höher klopfen. Gib her, das mache ich. Der Allesmacher-Pumuckl, der macht auch aber alles. Aber du musst es so hinstecken, dass man die Schrift auch lesen kann, gell? Ich bin doch nicht dumm. Ich steck's richtig herum. Schrumm, 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 schrumm. Bum, 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 bum. Pumuckl, was ist denn? Ich hab deinen Zettel mit der Hand hingesteckt, mit der ich esse. Lass dich mal schnell zwicken. Aber warum denn? Da. Oh, du sagst nicht mal au. Ich kann nämlich nur mit der rechten Hand zwicken. Aber das ist doch egal. Nein, das
das ist nicht egal, weil das ist ganz und gar nicht egal. Ich habe nämlich den Zettel mit der Hand, mit der ich zwicken und picken und stecken und necken kann, in die Tür gesteckt. Verstehst du? In die Tür, also in zu die der rechte. Diese Hand gehört. Ja, in die rechte. Oh Gott. Und ich habe gedacht, dass ich so schlau bin. Jetzt habe ich sie in die falsche Tür. Ja. Was machen wir denn jetzt? Das ist blöd. Ja. Aber die Leute rechts werden ja lesen können und den Zettel der Frau Eichinger nicht werfen. Ja, aber wenn da niemand zu Hause ist und wenn sie es vergessen, dann bleibst du krank und plötzlich ist dein Kopf zerrissen. Und oh, Muggel, den Kopf zerreißt man dann, wenn du so jammerst. Aber ich, weißt du was, jetzt schreibst du den Zettel nochmal und ich mache alles wieder gut. Ich nehme den Zettel in die Nicht-Zwicke-Hand und werfe ihn in die Nicht-Zwicke-Hand-Türe. Und dann muss ich nicht mehr jammern. Und dein Kopf bleibt ganz, ganz. Also jetzt schreib schnell bitte. Schreib bitte irgendwas. Mei. Aber von mir aus doppelt genäht hält auf alle Fälle besser. Ja. Ach, ist dieser Umstand, wenn man so zittrig beieinander ist. Der Pumuckl ist also wieder losgerannt, hat wieder die Treppen gezählt und diesmal auch wirklich den Zettel in den richtigen Briefkasten gesteckt. Er ist sogar zweimal die Treppen hinauf und hinunter gelaufen, damit er auch ganz sicher war, dass er sich nicht verzählt hatte. Währenddessen klopfte es an Meister Eders Tür. Es war die Frau Eichinger, die Zugefrau. Das ist aber schnell gegangen, Frau Eichinger. Nicht, dass Sie gleich kommen sind. Ja, wieso? Ich verstehe nicht. Ja, ich habe da gerade jemanden übergeschickt, der Ihnen einen Zettel reingeschmissen hat. Ein Zettel? Ich weiß nichts von einem Zettel. Nein, weil ich ja noch gar nicht daheim war. Ich komme direkt von meinem anderen Zugeplatz und wollte Sie eigentlich nur fragen, ob ich morgen oder übermorgen zu Ihnen kommen soll. Mein Gott, was fehlt Ihnen denn? Nee. Oh Gott, ich bin ganz, ganz erschrocken, wie ich in Ihrer Werkstatt hier gelesen habe, wegen Krankheit geschlossen. Nein, also, lebensgefährlich ist es nicht. Ich habe nur einen solchen Kopf bei mir. Und Fieber haben Sie auch. Was? Das sieht man in Ihre Augen. Ergingen's. Sie nehmen es das ja nicht leicht. Beim Ministerialdirektor Freiberg, da hat es auch so angefangen. So? Ja, und 4 Tage später war er tot. Okay, jetzt gehen Sie doch zu. Doch. Unkraut verdirbt nicht so leicht. Ach, das sagt man so leicht. Aber solches Unkraut sind Sie auch wieder nicht. Ja. Jeden erwischt es halt einmal nicht. Und in Ihrem Alter. Ja, Frau Eichinger, jetzt sind Sie doch so gut und holen Sie mir Kaffee. Kaffeetabletten in der Apotheke. Irgendwelche fragen Sie den Apotheker, der weiß dann schon welche. Ja, gell? Aber Sie können doch nicht irgendwas einnehmen. Ja, irgendwas? Schauen Sie, mein Onkel, der hat einmal was Falsches eingenommen und daraufhin ist er eingeschlafen. Und wäre nimmer aufgewacht, wenn Sie ihm nicht den Magen ausgepumpt hätten. Ja, aber der hat wahrscheinlich keine Kaffeetabletten eingenommen, sondern irgendwas anders. Jetzt ging es doch bitte schön zu. Also ich wasche meine Hände im Unschuld. Ja, waschen Sie. Das sage ich Ihnen gleich. Ja, da drüben liegt mein Geldbeutel. Jetzt sind Sie so gut, nehmen Sie 5 Mark raus und bringen Sie mir irgendwas gegen Kopf und Grippe und so. Ja, und das ganze wenn Zeug. Sie meinen, mein Gott, na, die Männer sind ja sowas von eigensinnig. Ja. Ich sage Ihnen... Na, bitte schön, sagen Sie mir nichts mehr. Es zerreißt mir ja den Kopf. Oh. Ich gehe ja schon. Aber Ihr Gesichtsfarb, die gefällt mir gar nicht. Gar nicht. Bin gleich wieder da. Ja. Hoffentlich fallen ja nicht noch ein paar Leute ein, die ihren Kopf weggestorben sind. Es wirkt so aufmunternd, wenn man so beieinander ist wie ich. Na, Leid gibt's mit einem Feingefühl wie ein Metzger. Das ist auch noch. Soll es von mir aus klingeln? Ja, ich komme ja schon. Ach, mir schwimmt alles vor die Augen, wenn ich bloß 2 Schritte gehe. Eder. Ja, grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott. Hier ist Herr Oberhauser. Ah, ja. Ja, ich wollte mich nur nach meinem Schrank erkundigen. Oh, mein Gott, ja, Ihr Schrank. Ja, der hätte doch in dieser Woche fertig werden sollen. Mhm, ja, Herr Oberhauser, der wäre auch fertig worden, aber wissen Sie, ich liege im Bett. So, noch sind Sie krank, Herr Eder? Ja, leider. Wissen Sie, irgend so eine Grippe oder sowas? Ja. Grippe, ja. Oh, das tut mir aber leid. Ja. Hoffentlich haben Sie aber einen guten Doktor. Aber Herr Oberhauser, wegen der Grippe hört man doch keinen Arzt. Dann nimmt man ein paar Tabletten, nicht? Und dann geht's schon wieder dahin, nicht? Na Sie, Herr Eder,
Gegen Grippe habe ich wunderbare Tabletten. So, haben Sie... Ja, die hat mir mein Hausarzt verschrieben. Mhm. Das ist ganz was Neues. Mhm. Wissen Sie, innerhalb von 2 Tagen ist alles wie weggeblasen. Ach so. Die Tabletten, die wirken Wunder. Ja, das Lachen tut mir auch weh. Ja, wissen Sie, ein kleines Wunder, wenn mein Zustand schon recht. Wissen Sie, wenn man allein ist, dann kann man sich's krank sein gar nicht so leisten, gell? Ja, wissen Sie was, Herr Eder? Hm? Ich bringe Ihnen die Tabletten schnell rüber. Nein, Herr Wasser, das ist nicht notwendig. Wissen Sie, ich krieg schon Tabletten. Aber nicht die, die ich habe, nicht? Die ich habe, die sind nämlich rezeptpflichtig. Die sind und wenn Sie keinen Doktor oder Arzt haben... Nein, also bemühen Sie sich nicht, Herr. Ich muss sowieso weggehen, Herr Eder. Ach so. Und was besorgen, da macht's mir überhaupt nichts aus, bei Ihnen vorbeizukommen, nicht? Ja. Vielleicht kann ich Ihnen auch sonst noch was besorgen. Nein, das will ich nicht, Herr Oberhauser, dass Sie sich da... Reden Sie nicht dagegen. Herr Eder, bin schon unterwegs, ja. Ich komme gleich. Ja, nein. Jesus, das ist mir jetzt gar nicht recht. Aber von mir aus, ach, ich bin froh, dass ich wieder liegen kann. Du, ja. Eine ganz tolle Sache. Also ich habe die richtige Treppe und die richtige Tür mit der richtigen Hand erwischt. Und jetzt habe ich alles wieder gut gemacht. Jetzt wirst du gleich wieder gesund sein. Ja, inzwischen war die Frau Eichinger schon da. Was? So schnell? Ja. Die habe ich ja gar nicht laufen sehen. Nicht. Die muss ja aus dem Fenster heruntergehüpft sein, sonst hätte aber ich sie ja woher denn? Laufen. Die ist zufällig vorbeigekommen und eine Kundin bringt jetzt auch nur Tabletten. Jetzt habe ich dann die Auswahl. Ach, das wird schon sein. Ja, kommen Sie einfach rein, die Tür ist nicht abgesperrt. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, Frau Hartl, grüß Gott. Gell, Sie wundern sich, dass ich komme. Ja, schon. Aber der Zettel, den Sie am Frau Eichinger geschickt haben, der ist bei mir reingeworfen worden. Ach so. Ja, und weil ich gewusst habe, dass die Frau Eichinger unterwegs ist, da habe ich die Caroline um Tabletten geschickt. Ja. Da? Ja. Sie sind ganz ausgezeichnet. So. Die nehmen wir selber auch immer. Ja, das ist ja furchtbar nett. Ja, das habe ich doch gern getan, Herr Eder. Ja. Eigentlich wollte es ja Caroline rüberbringen, aber gell, wegen der Ansteckung. Ja. Kinder, die schnappen ja so leicht was Kinder, auf. Kinder, ja. Herr Eder, kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein, danke schön. Das ist mir jetzt gar nicht recht, dass Sie sich da was kosten sehen. Herr Eder, 3,80 Mark. Mhm. Aber dafür helfen Sie auch ganz bestimmt. So. Jetzt bleiben Sie schön im Bett und nehmen Sie 3x2 Stück. 3x2. Warten Sie, ich hole gleich ein Glas Wasser. Mhm. Und dann nehmen Sie es gleich ein, gell? Ja, nein, warten Sie noch ein bisschen. Wissen Sie, ich weiß nicht, ob... Aber es ist aber gleich, welche das Sie nehmen. Die sind bestimmt nicht falsch, Herr Eder. Oh ja. Da ist das Wasser. Also, vielen Dank. Ja, jetzt nehmen Sie es gleich. Ja, da drüben ist mein Geldbeutel. Bitte nehmen Sie sich doch das raus, was ich Ihnen schuldig bin. Ja, danke, Herr Eder. Ja. Das mache ich. Ja, aber jetzt schön schlucken. Hey, die sind aber groß. Ja, das ist ja direkt ein Kunststück, die. Nun, der... Sehen's, gut ist gegangen, Herr Eder. Soll ich später noch einmal vorbeischauen? Nein, wirklich nicht. Vielen Dank, es war sehr nett von Ihnen, Frau Hartl. Das ist gern geschehen, Herr Eder. Ja. Also, Wiederschauen, Herr Eder. Ach, und recht gute Besserung. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Du, war jetzt die falsche Türe, doch die richtige Türe? Ja, das hätte man doch denken können, dass die Hartls mir auch Tabletten besorgen. Jetzt krieg ich eine ganze Tablettensammlung zusammen. Habe ich's nicht gesagt. Pütschen, kommen Sie nur rein. Pumuckl, komm, versteck die Tabletten von der Frau Hartl. Sonst ist Frau Eichinger am Ende beleidigt, wenn sie sieht, dass ich schon Tabletten von der Nachbarin hab. Die muss ja nicht unbedingt wissen, dass ich gleich 2 Zettel geschrieben habe. Ja, schon versteckt, schon versteckt. Weg und weg. So, Herr Eder, bin schon da. Ja. Grüß Ihnen Gott, Herr Eder. Oberhauser, das ist aber schnell. Ja, ich wollte Sie auf keinen Fall lang warten lassen. Ja. Wissen Sie? Ich weiß, wie das ist, wenn man rasende Kopfschmerzen hat. Ja, da können Sie mir nichts erzählen. Ja. Aber Sie werden sehen, schon nach einer Viertelstunde merken Sie von den Kopfschmerzen nichts, da haben Sie eine Besserung. Nach einer Viertelstunde schon, das ist ja prima. Ja, nehmen Sie nur gleich eine ein. Da steht ja schon ein Glas. Ich bringe Wasser. Nein, danke schön. Dankeschön, ich habe nämlich...
eigentlich gerade schon was genommen. Aber ein bisschen später vielleicht. Naja, zeigen Sie mir, was Sie denn genommen haben. Hm? Das war sicher nicht das Richtige. Ich bin nämlich ein halber Doktor. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wo die Tabletten hinkommen sind, aber es war auch was gegen Kopf. Ah, ich glaube, das wird so ein Hausmittelchen gewesen sein, Herr Eder. Also deshalb können Sie das von mir ruhig noch dazu nehmen. So. Das wirkt mehr, wissen Sie, aufs Ganze. Verstehen Sie? Aufs Ganze, ja. Aber wissen Sie, ich weiß nicht. Na, schauen Sie, Herr Eder, die Tabletten sind doch ganz klein. Die sind schnell runtergeschluckt. Mhm. Dazu brauchen Sie nicht einmal ein Wasser. Nein, kann sein, dass Sie ein bisschen mit drauf werden. Nicht? Aha, aber die Tabletten, Herr Eder, die sind einfach wundervoll. Beste, das es überhaupt gibt. Mhm. Sie dürfen es wirklich glauben. Na, also kommen Sie, jetzt schlucken Sie schön, dann haben Sie mich wieder los. Ja, wissen Sie, wenn Sie meinen... Dann, schlucken. Ja, und... Ja, so ist gut. Ja, Herr Eder, ich rufe Sie heute Abend wieder an, damit ich weiß, wie es Ihnen bekommen ist, die Tablette. Ja, danke schön, Herr Oberse. Was bin ich Ihnen denn schuldig? Noch nichts, Herr Eder. Nichts. Außer, dass Sie meinen Schrank schnell fertig machen. So, wenn Sie wieder gesund sind. Ja, also dann auf Wiedersehen, Herr Oberhase. Ja, auf Wiedersehen, ja. Herr Eder. Und ich wünsche schon eine gute Besserung. Ja, danke schön. Wiedersehen, Herr Eder. Ui, das sind aber liebe kleine Tabletten. Mhm. Richtige Pumuckl-Tabletten sind das. Ja, im Gegensatz zu den Riesentabletten, die ich zuerst geschluckt habe, schon. Schmecken die schmecken bestimmt auch so fein wie Schokoladen oder sogar wie Himbeerbonbons. Also, wie die schmecken, weiß ich zwar nicht, aber na, ich habe es halt auf einmal runtergeschluckt. Nicht? Und das war sicher ganz falsch, denn die Frau Oberhauser, die hat gesagt, dass sie wundervoll sind. Darf ich mal eine probieren? Um Gottes Willen, Pumuckl, nein. Und die sind so schön rosa. Ich glaube, ich glaube, ich habe auch schreckliches Kopfweh. Geh bitte, tu nicht immer was ein, nix da. Ja, herein. Du, ich verstecke die Tabletten auch, ja. Nein, lass sie nur da, sonst... So, da sind die Tabletten. Mhm. Der Apotheker hat gesagt, also wenn die nicht helfen, dann hilft gar nichts. Gar nichts. Das sind die besten, die es überhaupt gibt. So. Kosten auch 3,80 Mark. Ja, das ist recht. Vielen Dank, Frau Eichinger. Das ist furchtbar nett von Ihnen. So, und jetzt nehmen Sie es auch gleich. Ich bringe Ihnen Wasser. Okay? Nein, danke schön. Das ist nicht nötig. Später. Pumuckl, was ist denn? So, Della, da ist Wasser, gell? Mhm. Und jetzt werden wir Ihrer Krankheit schon Herr werden. Ja. Nehmen Sie gleich zwei Stück. Na, danke schön, ich nehme es später. Nein, die müssen Sie gleich nehmen. Na, die Schanz, die sind so groß und die lassen wir nicht gern beim Schlucken zuschauen. Kennst du, sind Sie doch nicht so kindisch. Aber wenn ich sie Ihnen doch sage. Also, die Männer sind wie kleine Kinder. Nein. Ich traue Ihnen zu, dass Sie meinen, Sie wären gesund, wenn nur Tabletten auf Ihrem Nachtkastel liegen. Okay. Nein, nix da. Ich bleib stehen, bis Sie es geschluckt haben. Kommissär, ich halbiere es Ihnen. Dann schlucken Sie es leichter, gell? Ja. Dankeschön, aber... Mund auf. Ja. Mund auf, sage ich. Ja, es war doch gerade der Herr Oberhauser da. Ja, und er hat vielleicht gesagt, dass Sie keine Tabletten nehmen sollen, ne? So ein Unsinn, Herr Eder. Komm, sind's doch gescheit. Jetzt blank's mich doch nicht so. Ich hab doch grad vorhin... Es ist doch mir egal, was Sie haben. Mit Ihnen muss man streng sein. Das sehe ich schon. Ach, wenn ich doch so mit bin. Ich brauche jetzt dringend mehr Ruhe. Nein, die kriegen's erst, wenn's die Tabletten geschluckt haben. Von mir aus. So ist recht. Na, also gut ist gegangen. Also, dann gehe ich jetzt wieder. Ja. Alles Gute, Herr Eder, gell? Ja. Und jetzt schlafen Sie ein bisschen. Kann sein, dass die Tabletten ein bisschen müde machen. So. Aber denken Sie sich nichts dabei. Nein, ich denke mir gar nichts dabei. Auf Wiedersehen, Herr Eder, gell? Und gute Besserung. Ja, danke schön. Jetzt wäre ich wieder gesund. Oder ich bin vergiftet. Pumuckl. Ja. Was ist? Wo bist du denn? Ich sitze unter dem Bett. Was machst du denn da? Ich bin so müde. So. Ja, und die schönen rosaroten Tabletten, die schmecken scheißlich. Ja, um Himmels Willen, hast du etwa Tabletten gegessen? Die sind doch für so einen kleinen Kerl das reinste Gift. Gift? Ja. Oh.
Steck schleunigst im Finger in den Hals und schau, dass alles wieder rauskommt, weißt? Ach, das geht mir gerade noch ab. Hoffentlich keine Kundschaft. Hoffentlich, hoffentlich. Nicht nochmal, ja, Tabletten. Das ist jetzt nicht mehr gut möglich. Jetzt waren schon alle da, die Tabletten bringen können. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, grüß Gott. Entschuldigen Sie, dass ich da einfach so reinschreie. Ja, leise, mein Kopf. Oh, Entschuldigung. Ja. Ich bin der Untermieter von Frau Eichinger. Ah, Recknagel ist mein Name. Ja, Herr Recknagel, freut mich. Und was gibt mir die Ehre? Das ist ein Zettel von Ihnen bei uns reingeworfen worden. Und weil die Frau Eichinger nicht da ist, da habe ich gedacht, dass auch ich das für Sie erledigen kann. Was ich habe Ihnen Tabletten besorgt. Herr Eder? Herr Eder? Ja, was ist mit Ihnen? Ein Arzt. Ein Arzt? Na, wo ist das Telefon? Nein, 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 na, kein Arzt. Ihre Tabletten machen mich vollkommen gesund, Herr Rick. Herr Nagel, vollkommen vielen Dank für Ihre Tabletten. Die kosten 3,80 Mark. Da scheint es ja. Jetzt stimmt schon, ja. So. Ja, danke schön. Ja. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser? Na, na. Ja, nicht? Nein. Nun, dann gute Besserung. Ja, Sie sind der einzig vernünftige Mensch. Herr Recknagel, danke schön. Oh, bitteschön. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wenn ich die hätte auch noch schlucken müssen. Oh. Pumuckl. Pumuckl. Ja, nie mehr. Tabletten. Nie mehr, ja. Obwohl wir jetzt so viel haben. Die beiden haben bis zum nächsten Mittag geschlafen, und zwar so fest, dass sie weder den Besuch von Frau Hartl, noch den von Frau Eichinger, noch den von Herrn Oberhauser gehört haben, die alle kamen, um nachzusehen, wie ihre Tabletten gewirkt hatten. Und sie waren alle drei sehr zufrieden beim Anblick des sich offenbar gesund schlafenden Meister Eder. Nun, gesund ist der Meister Eder natürlich wieder geworden. Auch der Pumuckl hat die Tabletten überwunden. Wahrscheinlich hat ihm viel dabei geholfen, dass er zwar klein, aber doch ein unsichtbares Wesen ist. Anderen kleinen Leuten, Kindern zum Beispiel, kann ich nur abraten, jemals Tabletten zu schlucken, nur weil sie so schön rosarot sind.